Moin, moin, ihr Lieben. Heute soll es das letzte Mal einen Rückblick in das Jahr 2021 geben. Ich möchte mit euch über mein Lese- und Booktube-Jahr sprechen. Natürlich geht es auch so ein bisschen um die Statistik, Zahlen, Daten, Fakten, aber es soll auch so ein bisschen ein emotionaler Rückblick sein, ein Resümieren, was ist alles passiert, was waren meine Highlights. Und was waren eure Highlights? Welche Videos wurden am meisten geklickt? Und ja, was habe ich gelesen? Bin ich zufrieden damit? Und so ein kleiner Vorausblick ins Jahr 2022 lässt sich im Zuge dessen auch gar nicht vermeiden. Aber dadurch, dass man halt einfach zurückblickt, überlegt man halt, was möchte ich ändern? Möchte ich irgendwas ändern? Und ziehe ich daraus irgendwelche Schlüsse? Oder lasse ich es einfach so laufen, wie es ist und bin ich zufrieden damit? Und ja, wie in den letzten Jahren auch schon, habe ich natürlich Lesetagebuch geführt und hier auch meine Statistik eingeschrieben. Ich bin jetzt bei dem Buch bei der Hälfte, also das wird sicherlich noch 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre halten, dieses Lesetagebuch. Und ich glaube, das ist auch mein schönstes bisheriges Lesetagebuch, aber es stehen schon einige in Startlöchern. Notizbücher kann man ja nie genug haben und also ich hätte auch noch Reserve. Auf jeden Fall hat mich das wieder wunderbar begleitet und ich habe hier die Statistik notiert und immer meine Lesemonate und auch meine Jahreshighlights, meine Reihen etc. Und das ist natürlich in so einem Video wie jetzt Gold wert, um sich darauf vorzubereiten. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit der Statistik, nur damit ihr wisst, was euch erwartet. Es werden jetzt hier keine großen Reden über Bücher geschwungen, sondern es geht wirklich eher um viel Blabla und um viele Zahlen und Daten und Fakten. Und damit fangen wir jetzt an. Ja, ich habe natürlich durchgezählt, wie viel ich gelesen habe und ich habe auch immer geguckt bei den Zahlen, bei der Statistik jetzt, wie ist es im Vergleich zum Vorjahr, weil das eben die Zahlen auch relevant machen, ne, im Vergleich sie dann zu setzen. Und natürlich schaue ich auch immer so ein bisschen auf meine Vorhaben. Habe ich das erfüllt, was ich mir vorgenommen habe, wenn ich mir denn was vorgenommen habe? Und ja, dann gehen wir jetzt einfach mal von oben nach unten. Und fangen mit den gelesenen Büchern an. Ich habe 54 Bücher gelesen und das sind 15 mehr als letztes Jahr, also echt viel. Das liegt aber an einer, an einer Sache, die ich in diesem Jahr, also im Jahr 2021, etwas anders gehandhabt habe als im Jahr 2020. Und zwar habe ich weniger gehört. Ich habe tatsächlich nur 5 Hörbücher in diesem Jahr gehört. Und das sind 11 weniger. Also hat sich da so ein bisschen das, was ich jetzt nicht gehört habe, habe ich gelesen, weil die Anzahl ist in etwa gleich geblieben. Ich habe insgesamt 59 Geschichten gelesen und gehört, also insgesamt erfahren. Und im letzten Jahr waren es eben 55 Geschichten insgesamt, aber es ist ja ungefähr auf derselben Höhe. Also wenn man so in den letzten Jahren zurückblickt, waren es immer so um die 60. Ich glaube, ich war schon mal auch so an der 70 dran. Also ich bin mit der Menge zufrieden. Es geht natürlich immer mehr, aber hauptsächlich geht es ja um nachher um die Qualität. Da kommen wir dann später auch nochmal zu. Und ich habe dadurch, dass ich weniger gehört habe, auch weniger Rereads. Also Bücher, die ich schon mal gelesen habe und dann nochmal gelesen oder gehört habe, die sind auch weniger geworden. Und zwar sind das jetzt nur noch 5 und im Jahr davor waren es 11. Und genau das ist so ungefähr die Anzahl, die ich eben auch gehört habe, weil ich habe das Hörbuch auch oft dazu genutzt, um bekannte Bücher nochmal zu erleben, aus einer anderen Perspektive, weil ich Hörbücher eben nicht ganz so intensiv und konzentriert erlebe wie das Lesen. Finde ich immer, bei bekannten Büchern ist das immer ganz gut, das nochmal als Hörbuch zu hören, weil man eben da die Geschichte schon kennt. Und meistens waren das auch Bücher, die jetzt nicht so anspruchsvoll waren zu hören. Das waren dann vielleicht Jugendbücher oder Kinderbücher, die sich ganz gut als Hörbuch hören lassen. Und ja, das habe ich halt dieses Jahr eben weniger gemacht und somit hatte ich auch weniger Rereads. Genau, eben einfach nur eine Handvoll. Klar. Da habe ich letztes Jahr schon gesagt, das möchte ich einfach
nach Lust und Laune machen. Also wenn ich Lust habe, nach einem altbekannten Buch wieder zu greifen, dann mache ich das. Oder wenn ich eine Reihe verfolgen möchte wieder, wo ich dann einfach von vorne wieder anfangen muss, um wieder in die Reihe reinzukommen, dann natürlich auch. Aber ansonsten, dann mache ich mir jetzt keine Vorsätze, welche Bücher ich jetzt im Jahr 2022 unbedingt nochmal lesen möchte. Das würde ich jetzt einfach, wie gesagt, spontan machen. Ich möchte mich nicht zu sehr einschränken und ich glaube, dass es in meinem Fall ja auch die beste Wahl ist. Genau, und dann das zweite große Thema ist natürlich das um die Neuzugänge und um den Sub herum. Das hängt ja natürlich stark zusammen. Ich habe tatsächlich genauso viele oder fast genauso viele Neuzugänge wie im letzten Jahr. Ich habe 59 Neuzugänge im Jahr 2021 gehabt. Viel zu viel, finde ich, weil das ist genau die Anzahl an Geschichten, die ich auch gelesen, schrägstrich gehört habe. Und ja, so kann man natürlich auch seinen Stapel ungelesener Bücher nicht so gut reduzieren, wie man das gerne möchte. Also das möchte ich, also ich möchte mir da jetzt nicht unbedingt eine Zahl vornehmen, aber ich möchte, dass es einfach weniger wird. Und wenn es in kleinen Schritten ist, ich habe es teilweise immer schon mal geschafft, ein bisschen bewusster Neuzugänge einzukaufen oder mir zu bestellen oder. Und dann gibt es halt wirklich aber doch mal so Monate, wo man irgendwie austickt und sich dann doch ein bisschen mehr holt. Aber ja, es ist noch im Rahmen, weil es eben nicht mehr ist, als man lesen kann. Solange es immer noch so viel sind, die man dann auch schaffen könnte, ja, ist es okay. Ich habe mir dann auch angeschaut, wie viele Bücher habe ich denn von diesen 59 Neuzugängen denn auch tatsächlich in diesem Jahr direkt gelesen, weil das finde ich auch immer sehr spannend und ich finde es immer ganz gut, wenn es sich die Waage hält, dass man ja, ne, vielleicht so 50% die Neuzugänge, die direkt reinkommen, liest und 50% den Sub, den man zu Hause hat, auch bedient. Irgendwann soll es natürlich so sein, oder stelle ich mir vor, in einer Idealsituation, dass ich nur noch die hauptsächlich Neuzugänge, die Bücher, die ich mir gönne, die auch direkt lese und die Vorfreude dazu nutze und gar nicht mehr so viel ansammelt zu Hause und dann gar nicht mehr so viel vom Sub lesen muss, also vom Stapel ungelesener Bücher. Aber in diesem Moment, wo ich jetzt gerade bin, finde ich es schön, wenn es Hälfte-Hälfte ist. Und das habe ich tatsächlich auch ungefähr so geschafft. Also ich habe 37 von den Neuzugängen gelesen und das andere war eben vom Sub. Also ist ungefähr, naja, also ein bisschen mehr Neuzugänge habe ich gelesen, was aber auch okay ist, weil ich eben wirklich diese Idealvorstellung habe. Wenn man Neuzugänge einkauft, dann soll man sie doch auch direkt lesen und sie nicht so lange verstauben lassen, ne? Ja, genau. Und dann habe ich mir natürlich auch meinen Sub durchgezählt. Ich habe natürlich vorgehabt, diesen zu verringern. Und jetzt ist die große Frage, habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Ich habe mir natürlich eine Grenze gesetzt gehabt, die ich nicht geschafft habe, aber er ist gesunken und da bin ich auch sehr glücklich drum. Bin gestartet bei 51 im letzten Jahr. Das war also Anfang des Jahres 2021, Ende des Jahres 2020 waren es eben 51 und jetzt sind es 43. Also immerhin 8 weniger. Ist nicht so viel, wie ich es mir erhofft habe, aber ich war zwischenzeitlich im Jahr 2021 halt auch wieder auf dem, also es ging ziemlich auf und ab und war eher auf hohem Niveau, also war immer über 50 und selten mal unter 50. Und jetzt bin ich froh, dass ich sogar bei, ja, 43 gelandet bin. Ich hatte kurz die Hoffnung, unter 40 zu kommen und dann kamen die Weihnachtsgeschenke und die haben mir dann diesen Traum zunichte gemacht, unter die 40 zu kommen am Ende des Jahres. Aber es ist okay. Also ich bin froh, dass es gesunken ist und wenn es so weitergeht, Hauptsache es sinkt wieder. Ich möchte diese über 50, das hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Und ja, es soll weiter wieder runtergehen. Auch hier habe ich mir jetzt keine besondere Zahl vorgenommen. Hauptsache unter 40 würde ich, glaube ich, schon ganz gerne kommen und bleiben denn. Und dann sehen wir weiter.
ob das so klappt. Ja, und dann habe ich mir, ich weiß nicht, ich glaube, letztes Jahr habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Und zwar habe ich ja in diesem Jahr, im letzten Jahr muss man ja jetzt sagen, 2021, mir auch meine offenen Reihen angeguckt. Also welche Reihen habe ich immer noch nicht beendet, aus welchen Gründen auch immer. Und da habe ich ja auch 3 Videos draus gemacht. Und daraus ist eben auch so ein bisschen, ja, der Wunsch entstanden, diese Reihen einfach mehr zu verfolgen und zu beenden oder zu entscheiden, sie abzubrechen. Und deswegen habe ich auch diese Zahl hier mit aufgenommen. Ich habe jetzt noch 21 offene Reihen. Das sind aber 7 weniger als ja, letztes Jahr. Da habe ich dann halt auch nochmal zusammengezählt im Nachhinein. Ich habe 8 Reihen beendet im Jahr 2021 und besonders dann Ende des Jahres habe ich echt nochmal zugesehen, Reihen zu beenden, und das macht ein schönes Gefühl und das möchte ich auch, dieses Vorhaben möchte ich auf jeden Fall weiterführen. Und da habe ich ja auch schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch gerne. Alle Videos, die ich in diesem Video erwähne, werde ich unten in der Infobox verlinken. Ich hoffe, dass ich alle zusammenkriege. Aber ja, genau, dass ihr, wenn ich irgendwas erwähne und es euch interessiert und ihr das vielleicht im Laufe des Jahres nicht mitbekommen habt, dass ihr da dann hin könnt über den Link und euch das angucken könnt, wenn ihr möchtet. Genau, also ich habe 8 Reihen beendet und 3 abgebrochen, 3 Reihen. Und das macht natürlich auch was aus, wenn man beschließt, die dann einfach nicht mehr zu verfolgen. Dann kann man sie ja auch von der Liste runterschmeißen. So, und jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, den ich sehr interessant finde immer wieder. Ich habe nämlich alle meine gelesenen Bücher durchgeschaut und sie in die verschiedensten Genres eingeteilt, um zu sehen, in welchem Genre habe ich mich eigentlich am meisten aufgehalten und ist da irgendwas Überraschendes dabei? Habe ich vielleicht was ganz anderes empfunden? Und auch hier habe ich natürlich in das vorige Jahr geschaut und mal geguckt, was ich da so gelesen habe und ob es da vielleicht Unterschiede gab und ob ich auch daraus wieder irgendwelche Schlüsse ziehen kann und ob ich auch da wieder irgendwelche Vorsätze habe, die ich mir dann für das nächste Jahr vornehmen möchte. Ja, ich fange mit meinem Hauptgenre an, was Fantasy ist. Und Fantasy ist auch immer noch vorherrschend und es hat sich sogar noch ein bisschen mehr gesteigert. Ich habe von den 59 Geschichten, die ich gehört und gelesen habe, habe ich 27 Fantasy-Geschichten gelesen. Das sind 6 mehr als im Vorjahr, also ein bisschen mehr, was aber dagegen sehr eingeschrumpft ist. Also letztes Jahr habe ich, glaube ich, ja, ich habe 11 Thriller gelesen, Krimi-Thriller, aber das meistens waren Thriller. Und ja, 11 Stück, das ist schon echt viel gewesen. Und dieses Jahr, ich sage immer dieses Jahr, es ist letztes Jahr, 2021, habe ich bloß 2 Thriller gelesen und beide haben mir nicht gut gefallen. Also beide waren eher so 2 bis 3 Sterne. Vielleicht hatte ich deswegen auch nicht so richtig Lust, mehr daran zu lesen. Ja, dann kommen wir aber zu meinem zweiten Hauptgenre eigentlich. Und da war ich doch relativ überrascht, dass das doch eher so wenig sind. Obwohl ich ja auch meinen Spooktober hatte, also im Oktober, wo ich dann echt viel zu Grusel und Horror gegriffen habe. Aber auch da war der eine Thriller dabei. Und ja, es ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Also wenn ihr euch jetzt wundert und jetzt zusammenzählt, die ganzen Anzahlen, die ich euch dann hier auch einblenden werde, dass das ja insgesamt viel mehr Genres sind oder Anzahlen sind, als insgesamt ich Geschichten gelesen und gehört habe, dann liegt das daran, dass ich manche Bücher in verschiedene Genres einsortiert habe und sie sozusagen doppelt gezählt habe, weil es ja, zwar auch zum einen irgendwie, weiß ich nicht, was hatte ich jetzt hier? Ja, genau, ich habe hier zum Beispiel gleich auch noch Kinderbücher, aber Kinderbücher sind natürlich eigentlich kein Genre, weil Kinderbücher in sich können ja nochmal in Genre aufgeteilt werden. Und wenn das eindeutig auch noch in die Fantasy einzuteilen war, dann habe ich es eben doppelt gezählt oder auch so bei Grusel. Ja, aber wir waren jetzt, ich muss aufpassen, nicht so sehr in die verschiedenen Themen zu springen. Wir waren beim Grusel. Ich habe 9 Grusel-Horror-Bücher gelesen. Das macht aber immer noch 2 mehr als letztes Jahr. Und das möchte ich auch sehr gerne ausbauen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich da immer noch sehr viel Freude dran habe und nicht nur im Oktober da lesen möchte, sondern einfach im Jahr
verteilt, auch sehr, sehr gerne diesen subtilen Grusel, am liebsten vielleicht auch ein bisschen Kinderbücher, die in diese Gruselrichtung gehen oder halt auch Klassiker. Mal schauen, was mich da dann so erwartet in diesem Jahr, im 2022. Also da habe ich schon Lust, noch mehr drin zu lesen. Aber ja, ich werde mir da auch jetzt keine Zahlen vornehmen. Ich möchte natürlich trotzdem spontan nach dem greifen, worauf ich auch wirklich Lust habe und mir nicht durch irgendwelche Regeln den Spaß verderben. Aber so kleine Challenges können einen ja auch immer wieder ein bisschen ermuntern und ermutigen, etwas zu lesen, was einem gefällt. Genau, also 9 Grusel- und Horrorromane. Jetzt sind wir bei den Kinderbüchern und das waren einige. Also Kinderbücher habe ich 19 Stück gezählt. Aber wie gesagt, die habe ich meistens auch noch in andere Genres gepackt. Das waren aber trotzdem 13 mehr als letztes Jahr. Und ich habe euch ja in irgendeinem Video schon, in den letzten Videos irgendwo schon gesagt, dass es mir richtig gut gefallen hat, Kinderbücher zu lesen und dass ich mir sogar vornehme, noch mehr Kinderbücher im Jahr 2022 zu lesen. Weil die einfach so einfallsreich, so kreativ, so bunt sind und oft auch so viele tolle Aussagen mitnehmen. Irgendwie gibt es da noch viel mehr Möglichkeiten, in welche Richtung sich ein Buch entwickeln kann, und die sind irgendwie noch viel einfallsreicher und kreativer als andere Romane und sind nicht, oder habe ich jedenfalls das Gefühl, sind nicht so sehr in ihren Strukturen festgefahren. Also ein Thriller, ein High-Fantasy-Buch, die haben irgendwie immer so Strukturen, die ähnlich sind. Bedeutet nicht, dass ich diese Strukturen nicht mag. Manche Strukturen suche ich förmlich, weil ich sie einfach sehr gerne mag. Aber bei Kinderbüchern habe ich das Gefühl, dass es irgendwie noch viel freier geschrieben ist. Und ja, mal gucken, ob ich dieses Vorhaben tatsächlich in die Tat umsetze. Aber ich finde, 19 Kinderbücher sind schon ziemlich viel. Aber wenn es mich danach zieht, dann werde ich auf jeden Fall auch da nochmal mehr reinschauen, was es auch an Neuheiten so gibt in Kinderbüchern, um mich da einfach noch ein bisschen mehr einzufuchsen und zu informieren. Dann sind wir bei den Abenteuergeschichten, und wenn ich Abenteuergeschichten sage, sind das eigentlich eisige Abenteuer, wo es darum geht, um Berge zu erklimmen oder eben Polarforscher zu begleiten in die Antarktis oder in die Arktis. Und das waren 5 Stück, das waren 4 mehr als letztes Jahr, und das ist ja auch so ein Genre, was jetzt erst so, vor 3 oder sogar schon vor 4 Jahren, ich glaube eher vor 3 Jahren, irgendwie dazugekommen ist, was ich vorher gar nicht gelesen habe. Und es macht natürlich, neben Fantasy und neben Horror ist es immer noch ein kleinerer Teil, aber er ist deutlich da und ich möchte auch mehr davon lesen. Also das macht, spricht total meine Abenteuerseite in mir an und finde ich einfach faszinierend, erschreckend, gefährlich, gleichzeitig alles zusammen. Dann sind wir bei Klassiker, und natürlich können auch Klassiker verschiedene Genres sein. Zum Beispiel habe ich das Bildnis des Dorian Gray gelesen, was ja auch so ein bisschen in die düstere Richtung geht, oder aber auch ein Kinderbuch, Der Wind in den Weiden, habe ich natürlich dadurch dann auch 2-mal gezählt, weil es einmal ein Kinderbuch ist, aber natürlich auch ein Klassiker. Das waren eben, ja, was habe ich jetzt hier gesagt, 4 Klassiker. Und letztes Jahr habe ich irgendwie gar keinen Klassiker gezählt. Ich weiß nicht, ob ich die da einfach nicht aufgezählt habe oder ob ich einfach keinen Klassiker gelesen habe. Kann sein. Genau, und genrefreie Literatur oder auch Belletristik habe ich jetzt 4 gezählt. Da konnte ich weder es in ein oder andere Genre stecken und habe es dann einfach, weil ich es nicht zuordnen konnte, in die Belletristik gepackt. Sieht man einfach, das ist nicht so mein Genre. Aber auch da war es immer so ein bisschen, zum Beispiel habe ich da die Mitternachtsbibliothek zugezählt, obwohl da ja auch Fantastik-Elemente mit drin waren. Also so ganz in die Belletristik passt das irgendwie auch nicht. Und man sieht auch da wieder meine Vorliebe zur Fantastik. Oder da würde dann vielleicht der magische Realismus irgendwie so ein bisschen ziehen. Und zu guter Letzt habe ich noch ein humorvolles Buch, also ein Buch, was man vielleicht auch in die Belletristik, aber ich finde einfach eher in den Humorbereich zählen könnte. Das sind die Känguru-Apokryphen gewesen, und zwar von Marc-Uwe Kling, und ich finde eher, das geht so ein bisschen in die Richtung Humor.
kann man auch sehen, wie man möchte. Und das zählte eben auch zu den Rereads, also zu den nochmal gehörten Büchern, die ich halt schon mal gelesen habe. Einfach weil ich wieder ein bisschen was Lustiges brauche. Meistens nutze ich das ja auch zum Einschlafen, weil ich da irgendwie was Schönes hören möchte oder ein bisschen was Erheiterndes. Und da hatte mich das, glaube ich, auch begleitet. So, dann sind wir mit den Genres durch. Also insgesamt Fantasy natürlich der größte Part. Danach kommt tatsächlich Grusel, nee, danach kommt Kinderbücher und danach Grusel. Habe ich glaube ich auch in meinen Kanalinfos stehen, dass ich diese drei Genres oder Sparten halt am liebsten lese. Grusel und Horror würde ich gerne noch ein bisschen ausbauen und ansonsten bin ich aber sehr zufrieden damit. Mal gucken, ob die Thriller wieder mehr werden, weil das ist ja eigentlich auch etwas, was ich hin und wieder ganz gerne lese, besonders Psychothriller. Mal schauen, wir werden sehen. Wir kommen zum nächsten Thema, was ich auch gezählt habe. Und zwar sind das, man möchte natürlich nicht nur wissen, wie viel man gelesen hat, also was die Quantität angeht, sondern auch was die Qualität angeht. Ich kann natürlich gefühlt sagen, wie ich das Lesejahr empfunden habe, aber es ist natürlich auch immer gut, nochmal reinzuschauen, wie war es denn wirklich mit der Sternebewertung. Manchmal vergesse ich die Bewertung und ich schreibe es mir auch nicht richtig auf, weil ich finde, ein Drei-Sterne-Buch ist nicht als ein gleich ein Drei-Sterne-Buch. Ein Drei-Sterne-Buch kann bedeuten, dass ich enttäuscht davon bin, weil ich eigentlich mehr davon erwartet habe. Ein Drei-Sterne-Buch kann erwarten, dass es total mittelmäßig war und ich so ein bisschen schulterzuckend davor stehe. Ein Drei-Sterne-Buch kann aber auch bedeuten, dass ich einige Punkte super gut fand und andere mich total enttäuscht haben und ich dann irgendwie da trotzdem den Mittelweg nehmen musste. Also deswegen sagen Sterne nicht so richtig was aus, aber um so ein bisschen da Struktur reinzubekommen und zu schauen, ja, was war es? Habe ich nochmal alle Bücher durchgeguckt und ihnen jetzt im Nachhinein Sterne gegeben. Und das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, wenn ich direkt danach einen Stern vergebe oder nach Monaten später, kann die Bewertung natürlich nochmal ganz anders ausschauen. Und ich habe jetzt alle Sterne, also von 1 bis 5, habe ich mal geguckt, wie viel es waren. Und ich habe auch noch dazu genommen, wie viele Bücher ich abgebrochen habe, weil das ja auch so ein bisschen mit der Bewertung einhergeht. Wenn man das Buch überhaupt nicht mag, dann bricht man es ab. Ja, und davon hatte ich tatsächlich nur ein einziges Buch, was ich abgebrochen habe, weil ich einfach sehr, sehr wenig abbreche. Ich suche dann lieber vorher mehr gezielte aus, was mir gut gefallen könnte und damit liege ich dann meistens auch richtig. Natürlich ist es auch mal schön, wenn man ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone guckt und dann kann man natürlich schneller mal daneben liegen. Aber das habe ich dann doch eher weniger gemacht im Jahr 2021. Und das abgebrochene Buch war Der Talisman von Stephen King. Das war tatsächlich ein Reread und ich habe aber gemerkt, dass mir das sich zu sehr zieht und mir zu deprimierend ist und ich irgendwie ein bisschen das Interesse verloren habe. Aber dadurch sind dann halt eben auch zwei Bücher ausgezogen, weil ich gleich den Folgeband von meinem Sub dann auch entfernen konnte und eine offene Reihe streichen konnte. Ein Sterne hatte ich gar nicht. Zwei Sterne Bücher waren tatsächlich auch nur zwei. Ich werde kein Flop-Video machen, also einige machen das ja, dass sie ein Top-Video machen, also ihre Jahreshighlights zeigen und dann ihre Jahreslowlights, also ihre Enttäuschungen. Ich mache es nicht aus dem Grund, weil mir das einfach keinen Spaß bringt. Also ich erzähle euch ja immer dann direkt im Anschluss im Lesemonat, wie die Bücher mir gefallen haben und da erzähle ich euch natürlich auch, wenn ich die Bücher nicht gut fand. Aber nochmal drüber reden bringt mir einfach keine Freude und sehe auch nicht so richtig den Sinn dahinter. Und deswegen habe ich für mich entschieden, für mich persönlich, dass ich diese Flops nicht nochmal zeigen möchte. Aber ich kann euch eben sagen, zahlenmäßig waren es zwei Stück, die ich so richtig als Flop oder dann halt plus den abgebrochenen sind es drei Flops, die ich so bezeichnen würde. Weil dann kommen wir schon zu den Drei-Sterne-Büchern und die würde ich nicht als Flops bezeichnen. Für mich sind Drei-Sterne-Bücher wirklich solide Bücher und wie gesagt, habe ich euch ja eben schon gesagt, kann man Drei-Sterne-Bücher eben nicht über einen Kamm scheren. Das waren der Großteil, also 28 Bücher, die ich, also von denen, die ich gelesen oder gehört habe, waren eben Drei-Sterne-Bücher.
Und ja, das war natürlich sehr, sehr viel. Aber die 4 Sterne kommen da stark ran. Und zwar sind das 24 Vier-Sterne-Bücher. Und das ist natürlich grandios, dass ich ja, fast die Hälfte der gelesenen Bücher sind 4-Sterne-Bücher. Und das ist doch toll. Also kann ich wirklich nicht meckern. Und ich habe euch ja in meinem Lese-Highlights-Video schon erzählt, dass ich ein sehr kritischer Leser bin und sehr, sehr selten 5 Sterne vergeben, weil für mich 5 Sterne perfekt ist. Und irgendwie was Kleines finde ich immer zum Meckern. Oder habe Kritik oder möchte noch mehr wissen oder wie auch immer. Und deswegen kommt es sehr, sehr selten vor, fast nie, dass ich wirklich 5 Sterne vergebe. Aber ich habe trotzdem geguckt, welche Bücher, weil ich vergebe dann ja auch hin und wieder mal halbe Sterne oder mal so eine Tendenz, es geht eher zu den 4 Sternen oder eher zu den 5 Sternen oder eher zu den 3 Sternen runter. Und da habe ich jetzt mal geguckt, welche Bücher sind denn nah dran an den 5 Sterne. Und das waren tatsächlich 3 Stück. Ich habe euch ja schon meine Lese-Highlights vorgestellt. Auch dieses Video werde ich nochmal in der Infobox verlinken, wenn ihr das verpasst habt. Und diese 3 Highlights, Vorsicht, jetzt spoilere ich, falls ihr überrascht werden wollt. Ich sage euch jetzt aber die 3 Top-3-Highlights. Das war zum einen das Mädchen, das Weihnachten rettete von Matt Haig. Dieses Kinder-Weihnachtsbuch, ja, mit ganz viel Emotionen, die man ja irgendwie reinpacken kann, die waren da enthalten. Ob man da ja Drama, Tragik, aber auch rührende Szenen und sehr, sehr viel Humor mit hineingepackt hat. Es war Spannung, Überraschung, es war alles mit dabei und das hat ganz viel Spaß gemacht. Dann natürlich war da noch dabei Das sternenlose Meer von Erin Morgenstern. Grandios, sehr kreativ, sehr atmosphärisch, sehr symbolisch, einzigartig, kann man mit anderen, finde ich, nicht vergleichen. Und das dritte, was ich hier noch nennen möchte, ist Das Mädchen und der Winterkönig. Ist es der, ich glaube, der zweite Band der Winternachtreihe von Catherine Arden. Märchenhaft, verschneit, Russland, ja, russische Märchen. Wunder, wunderschön. Das hat mich sehr verzaubert. Und diese 3 würde ich eben als meine Top-Highlights im Jahr 2021 sagen, die in die Richtung 5 Sterne gehen. Ja. Gut, also insgesamt finde ich qualitativ total okay. Ich bin sehr zufrieden damit. Natürlich möchte man möglichst viele Highlights, aber ich würde bei den 3-Sterne-Büchern zum Beispiel nicht sagen, dass das vertane Zeit war, dass diese Bücher irgendwie, ja, da hätte ich lieber was anderes gelesen. Den größten Teil fand ich trotzdem toll. Es gibt, wie gesagt, auch Bücher dabei, die ich sehr interessant fand, sehr besonders, aber einige Aspekte daran mich einfach vielleicht nicht so mitreißen konnten und deswegen vielleicht ja, kein Stern mehr drin war. Ja, das war es auch schon mit meiner Lesestatistik und jetzt möchte ich gerne übergehen zu meiner YouTube-Statistik. Da habe ich jetzt nicht ganz so viel rausgeguckt, aber das hatte ich letztes Jahr schon einmal gemacht und da hatten viele drunter geschrieben in den Kommentaren, dass das sehr interessant war und mal was anderes, weil natürlich ist neben dem Lesen und den Büchersammeln eben YouTube, also über Bücher zu sprechen und mit euch zu kommunizieren und sich kreativ auszuleben in diesen Videos, auch ein weiteres großes Hobby, was eben damit zusammenhängt. Und auch da möchte man sich vielleicht mal ein bisschen reflektieren und auch da hat man vielleicht gewisse Ziele und ja, was man erreichen möchte oder was man ja, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken möchte, was man verbessern möchte. Ich bin ja nun echt schon einige Jahre dabei und in dem kommenden Jahr ist für mich ja, eine weitere Zahl erreicht. Also es ist Ende Januar ist es tatsächlich soweit, dann bin ich 7 Jahre hier auf YouTube und für mich ist die 7 ja irgendwie auch eine magische Zahl. Und deswegen wird es hoffentlich auch ein magisches und kein verflixtes Jahr bei YouTube. Und ich möchte YouTube auf jeden Fall auch noch weiterhin treu bleiben. Aber das wird, ja, ist irgendwie ein schönes Jubiläum, finde ich. Und deswegen guckt man natürlich auch gerne nochmal zurück, was man alles erreicht hat. Und ich habe erstmal durchgezählt, wie viele Videos habe ich eigentlich im Jahr 2021 hochgeladen. Und das waren 58 Stück und das waren genauso viele wie im letzten Jahr schon. Also ganz lustig,
ja, wie diese Zahl dann so zusammenkommt. Ja, 58 Videos ist schon ordentlich. Und dann habe ich natürlich noch geguckt, wie viele Abonnenten sind wir denn mittlerweile. Wir sind Ende des Jahres ungefähr, ich habe mir die Zahl leider nicht genau aufgeschrieben, sondern jetzt erst drauf geguckt. Und jetzt sind ja schon so ein paar, jetzt sind schon ja 2 Wochen ins Land gegangen und das waren ungefähr 4.620 Abonnenten und ja, ist eine tolle Zahl. Wir sind auf jeden Fall 780 Abonnenten mehr geworden im Jahr 2021 und das ist ja auch eine Wahnsinnszahl und jeder wächst eben so schnell, wie er wächst. Manche haben da exponentiell auf einmal einen Anstieg. Bei mir ist es eben immer stetig, kommen mehr dazu und das finde ich großartig und ich bediene ja auch ab und zu nicht immer so den Mainstream, sondern bin ja auch sehr in der Fantastik verwurzelt und das ist dann auch völlig okay, dass da jetzt nicht der Großteil aller Leser bei mir ist, sondern auch die, die es auch wirklich wollen und die auch in dieser Nische auch lesen oder ja, weiß ich nicht, die Art und Weise der Videos mögen, so wie ich bin. Und so soll es ja auch sein. Ich will ja auch, dass diejenigen den Kanal abonnieren, die da auch wirklich Lust drauf haben und Spaß an den Videos haben. Also ist hier an dieser Stelle natürlich auch nochmal ein Dankeschön angebracht. Bei solchen Rückblicken ist es natürlich immer nochmal schön, zurückzuschauen, was man gemacht hat, aber auch ja, wie der Kontakt mit euch war. Immer wieder ganz tolle Kommentare bekomme ich unter den Videos und es sind natürlich immer wieder Wiederholungstäter dabei, die ich ganz oft in den Kommentaren sehe, aber auch immer mal wieder neue und also ein herzliches Willkommen an die neuen Abonnenten, die dazugekommen sind im letzten Jahr, aber natürlich auch ein herzliches Dankeschön an diejenigen, die mir so treu geblieben sind, immer wieder kommentieren oder einfach auch immer wieder einschalten. Ich kann es verstehen, wenn man nicht dauernd kommentieren möchte und sondern einfach nur die Videos genießen möchte. Und ja, also dafür ein herzliches Dankeschön. Ihr seid klasse. Meistens sind das wirklich ganz, ganz liebe Kommentare und auch bereichernde Kommentare, die ergänzen, die Meinungen dazugeben und man kann sich gut austauschen. Natürlich gibt es hin und wieder auch mal Kommentare, die nicht so schön sind, aber in unserer Community ist das Gott sei Dank wirklich ein sehr, sehr geringer Teil. Und da nehme ich mir auch raus, wenn das irgendwelche beleidigenden oder belächelnden oder einfach nur verletzende Kommentare sind, dann es ist mein Kanal, meine Regeln, dann nehme ich mir natürlich auch raus, diese Kommentare einfach zu löschen. Kritik muss man natürlich auch annehmen können, aber das muss natürlich auch Kritik sein, die ja auf den Inhalt irgendwie sich bezieht und auch konstruktiv ist und nicht einfach, ist das blöd, ist das langweilig, ist das lächerlich, ist das ramschig, wie auch immer. Das möchte ich hier nicht lesen und das wird dann auch gelöscht. Ich bekomme auch häufig einfach mal nur so eine E-Mail zugeschickt oder über Instagram eine Nachricht, dass man mit den Videos geholfen hat, weiterhin oder wieder zum Buch zu greifen oder einfach Freude am Lesen wieder bekommen hat oder tolle Tipps bekommen hat und da geht einem natürlich das Herz auf und genau dafür mache ich es natürlich auch, um einfach das Lesen wieder, besonders das Lesen von Fantasy, von Kinderbüchern und von Gruselbüchern so ein bisschen unter die Leute zu bringen und aber auch diese Leidenschaft zu teilen und miteinander drüber zu schnacken, ist einfach großartig. Ja, aber es ist natürlich auch großartig, mit anderen YouTubern etwas zusammen zu machen. Und das wird natürlich jetzt auch immer mehr. Man vernetzt sich miteinander und macht ganz tolle, großartige Projekte zusammen. Und da möchte ich auch gleich noch drauf eingehen. Aber zunächst einmal wollte ich euch die meistgeklickten Videos, also die Top, nicht Top 10, sondern Top 5 sagen, also die Videos, die ich 2021 hochgeladen habe, welche Videos davon habt ihr am meisten angeschaut? Insgesamt spiegelt sich das total wider oder total interessant ist, dass das die renommierten
Standardformate einfach auch mit am liebsten geguckt werden. Und das zeigt mir auch einfach, dass ich die auch gerne weitermache. Natürlich sind das keine kreativen, besonderen Videos, aber das ist das, was eben auch den Kanal ausmacht, weil wenn wir über die Bücher sprechen und sie rezensieren. Weil auf dem fünften Platz ist der Lesemonat April und Mai. Und da habe ich über 2700 Aufrufe gehabt und das bisher jedenfalls. Und ja, genau, also Lesemonat ist für mich eigentlich auch das Herzstück eines BookTube-Kanals. Außer man macht sehr viele Rezensionen, dann ist das vielleicht auch mit das Herzstück. Aber da habe ich jetzt ein bisschen Abstand von genommen. Ist euch vielleicht auch aufgefallen, weil erstmal werden die nicht so viel geklickt. Und das halt ist auch sehr viel Aufwand. Und es wird dann halt ein Video hochgeladen, nur über ein Buch. Das mache ich immer noch ganz gerne, wenn es mal Rezensionsexemplare sind, wo das eben gewünscht ist, nur ein Video hochzuladen. Aber meistens ist den Verlagen das auch klar, dass wenn sie innerhalb eines Lesemonats ihr Buch rezensiert werden, dass es einfach öfter geguckt wird und vielleicht somit auch mehr Leute erreicht. Und ich nehme mir eben auch in Lesemonaten sehr viel Zeit für die Bücher. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt über dieses eine Buch ein Video machen würde, dass ich mir dann da mehr Zeit nehme, sondern ich nehme mir einfach auch im Lesemonat genauso viel Zeit. Und ja, da spare ich dann halt einfach ein Video ein und eben auch ein bisschen Zeit ein. Und ich weiß halt einfach, dass es von euch auch mehr angeschaut wird, was ich auch verstehen kann, weil es mir genauso geht, dass ich dann eher die Lesemonate schaue, anstatt dann Einzelrezensionen. Außer das sind halt Bücher, die mich wirklich interessieren. Und das Gute ist ja, dass man, wenn man jetzt wirklich explizit nach einer Rezension für ein bestimmtes Buch sucht, dass es ja auch diese Timestamps jetzt gibt, also diese Kapitel innerhalb der Videos, die versuche ich jetzt in den Lesemonaten auch immer einzubauen. Könnt ihr mir in die Kommentare mal schreiben, ob ihr die auch nutzt und ob ihr die sinnvoll findet, weil wenn ich innerhalb eines Lesemonats eines einstündigen Videos ein Buch gelesen habe und ihr sucht nur nach dieser Besprechung, dann könnt ihr halt in die Infobox schauen und die Kapitel aufrufen und dann genau zu dieser Rezension springen, zu dieser Zeit, wo ich dann über dieses Buch spreche. Und ja, also das finde ich sehr, sehr nützlich. Könnt ihr ja, wie gesagt, mal schreiben, ob ihr das auch schon nutzt und ob ihr das auch so nützlich findet wie ich. Genau, und auf dem vierten Platz ist ein Format, was ich im Jahr 2021 angefangen habe zu machen. Und das habe ich viermal gemacht und das eine Mal eben mit Phil vom Kanal Philosophie. Und zwar ist es das Pick My Sub-Format, wo man sich eben gegenseitig Bücher von seinen Stapel ungelesener Bücher aussucht. Und diese drei, vier oder fünf Bücher sollen dann im kommenden Monat gelesen werden. Und das ist einfach ein sehr beliebtes und finde ich auch sehr spannendes Format. Und da Phil natürlich auch sehr viele Abonnenten hat, sind natürlich auch viele Zuschauer bei mir dann gelandet. Und ich denke mal deswegen, und weil es eben auch ein beliebtes Format ist, ist das hier mit in den Top 5, also auf dem vierten Platz mit über 2800 Aufrufen. Und dann kommen wir jetzt auf den dritten Platz, ist der Lesemonat Januar. Und interessanterweise ist mir aufgefallen, dass der Lesemonat Januar immer sehr gut geklickt wird. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich immer sehr motiviert bin im Lesemonat Januar, auch dadurch auch immer sehr erfolgreich und sehr viele Bücher gelesen habe. Und auf dem Thumbnail sieht man das ja immer. Und das hängt tatsächlich irgendwie die Klickzahl damit zusammen. Wenn auf dem Thumbnail schon gesehen wird, da sind viele Bücher, viele verschiedene Bücher, über die man spricht, dann wird das auch tatsächlich öfter geklickt. Liegt vielleicht daran, ich weiß es nicht, das sind auf jeden Fall über 3100 Aufrufe gewesen und ja, freue ich mich sehr, dass eben dieses Herzstück, da wo ich eben über die Bücher spreche, die ich gelesen habe, dann eben auch gerne geschaut wird. Und dann kommen wir zu einem weiteren Format, was einfach unglaublich gerne geschaut wird und da habe ich ja jetzt schon öfter drüber geschwärmt. Und zwar sind das eben die Jahreshighlights. Das Video, wo man über die Bücher spricht, die einen am besten gefallen haben, also die besten Bücher. 2020 waren das in diesem Fall, also die Top 10, das waren über 3600 Aufrufe.
und die dieses Video gesehen haben. Und ich finde ja, die besten Bücher der letzten Jahre, das wird ja auch nicht schlecht. Solche Videos, finde ich, kann man auch nach Jahren noch schauen. Und deswegen habe ich euch auch eine Playlist erstellt, wo ich wirklich immer meine Jahreshighlights-Videos hochlade. Auch das werde ich euch mal unten in der Infobox verlinken. Ich habe überhaupt sehr viele Playlists erstellt. Ich weiß gar nicht, da könnt ihr mir auch gerne mal, das interessiert mich auch, ob ihr diese Playlists auch nutzt, weil ich da halt zu den Lesemonaten alle meine Lesemonate im Jahr 2021 hochgeladen habe, alle meine Neuzugänge, meine Unpackings, meine Wichtelpakete, aber eben auch in den letzten Jahren die besten Bücher in den verschiedenen Jahren. Und ja, ab und zu gucke ich da selber nochmal vorbei, um zu schauen, was waren eigentlich in dem oder in dem Jahr meine besten Bücher. Und es macht einfach Spaß, diese Videos nochmal zu schauen. Natürlich auch bei anderen Kanälen schaue ich auch ältere Videos, weil, wie gesagt, Bücher werden ja nicht schlecht dadurch. Genau, das ist eben auf dem zweiten Platz gelandet. Und auf dem ersten Platz ist auch ein Standardformat, was trotzdem immer, obwohl es so gerne geguckt wird, auch immer wieder in der Kritik steht. Und zwar sind das Bücherneuzugänge. Das waren in diesem Fall Bücherneuzugänge plus ein Avell-Unpacking aus dem April und Mai 2021. Und das waren über 4200 Aufrufe. Ja, Bücherneuzugänge stehen so ein bisschen immer wieder in der Kritik, weil es immer heißt, es ist einfach nur Konsum, was da vorgelebt wird. Es geht nur ums Kaufen, nur ums Zeigen und es geht gar nicht um den Inhalt der Bücher. Ja, ich kann die Kritik verstehen und in manchen Fällen ist das vielleicht auch wahr. Mir ist es aber immer wichtig, dass ich auch in den Neuzugängen, die ich schaue, aber auch die ich selbst drehe, dass es da auch um den Inhalt der Bücher geht, jedenfalls auch, dass der Inhalt dort vorgestellt wird zum einen. Aber was ich immer so spannend finde auch, ist, warum hat man sich dieses Buch gekauft? Was hat einen da so angesprochen? Wie ist überhaupt dieses Buch zu einem gelangt? Ist das ein Rezensionsexemplar? Wie ist man darauf aufmerksam geworden? Wurde es einem geschenkt? Und was auch sehr interessant ist, sind die Erwartungen. Was erwarte ich von diesem Buch? Und werden die nachher erfüllt? Also deswegen finde ich dieses Format schon sinnvoll und ich gucke es einfach auch extrem gerne. Und es ist irgendwie auch diese Freude dabei, dass man sich etwas gegönnt hat. Ich meine, ich sehe mich auch nicht nur als Leser, sondern eben auch Sammler, weil ich einfach meine Bücher dann auch gerne im Regal hier bei mir habe. Und ja, einfach Bücher sich zulegen, da strömen nun mal auch Glücksgefühle aus und diese Vorfreude auf die Bücher, denn finde ich es auch immer schön, nochmal auf das Optische einzugehen, wenn da vielleicht irgendwas Besonderes dabei ist. Ja, also ich finde Neuzugänge klasse und ihr anscheinend auch. Es ist eben auf Platz 1 gelandet und ja, finde ich spannend. Hier war keine Überraschung dabei. Das waren irgendwie so, war so eine Bestätigung. Einmal diese Standardformate Lesemonate und Neuzugänge und ja, die Top 10. Und ich denke mal, Pick My Sub ist mittlerweile auch zu einem Standardformat geworden. Genau, und wo ich gerade bei Pick My Sub bin, jetzt kommen wir eben zu meinen Highlights aus dem Jahr 2021, was aber die Videos betrifft. Was waren meine Highlights in dem Jahr, was YouTube, BookTube betrifft? Und da muss ich natürlich an diese ganzen Kooperationen denken, an die Zusammenarbeiten mit anderen BookTubern, wo man einfach kreativ geworden ist, aber vielleicht auch, wo man selber eine Idee hatte und daraus dann ein Video geformt hat. Und da habe ich mir auch einiges aufgeschrieben. Da möchte ich jetzt einfach, weil ich gerade da schon war, zu Pick My Sub kommen. Das habe ich eben viermal gemacht. Einmal mit Phil, einmal mit Claudia vom Kanal Beauty Butterflies, mit Sarah vom Kanal Bookmarkt und mit Kali vom Kanal Kalis Books. Ja, finde ich einfach ein tolles Format, weil man einfach nochmal eine ganz andere Perspektive auf seine ungelesene Bücher bekommt, vielleicht auch was ganz anderes mal rausgesucht bekommt, was man vielleicht jetzt noch gar nicht so im Blick hatte, aber ja, man darf halt auch mal Mäuschen spielen und mal schauen, was auf den anderen Stapeln der ungelesenen Bücher der anderen, das war gerade sehr holprig, naja, was da eben noch schlummert an ungelesenen Büchern und man da hat so eine gewisse Macht. Man kann mal, selbst entscheiden, was die anderen lesen sollen und ja, das bringt auf jeden Fall Spaß und natürlich auch da wieder die Kommunikation untereinander sehr, sehr schön.
Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Die eisigen Abenteuer zusammen mit Thorsten vom Kanal Totolies. Das fand ich auch toll, weil das eben, wie gesagt, so eine neue gewonnene Leidenschaft von mir geworden ist in den letzten Jahren und sich da auch schon einiges angesammelt hat bei mir. Also diese Polarforscher-Geschichten, ob das nun auf wahren Begebenheiten beruht, ob das historisch ist oder ob das ja, aus den letzten Jahren irgendwelche Dramen sind, die sich ereignet haben. Ja, das war ein ganz, ganz tolles Video, weil Thorsten eben auch eine Empfehlung bei mir im Video mit rein, habe ich ihn mit reingeschnitten, sozusagen sein Buchtipp. Und auch ich habe bei ihm in seinem Video einen Buchtipp gegeben und wir haben die Videos eben gleichzeitig hochgeladen. Und ich weiß, dass da einige unter euch sind, die eben auch diese Faszination dieser eisigen Abenteuer haben. Und natürlich werde ich auch dieses Video unten in der Infobox verlinken. Ich werde das mal gucken. Ich denke mal, ich werde es versuchen, so zu verlinken oder so aufzuzählen, die Videos, wie sie chronologisch im Video hier erschienen sind oder erwähnt worden. Ich kann zwar einige hier beim i verlinken, aber das sind, glaube ich, nur fünf und es werden, glaube ich, mehr Videos sein, die ich hier erwähne. Deswegen hauptsächlich in der Infobox vorbeischauen. Ja, was ich auch schön finde, es hat sich nämlich noch um dem Fantasy-Genre ein Grüppchen gebildet und zwar die liebe Katrin vom Kanal Dragon Stories, die liebe Julia vom Kanal Leseritter, die liebe Franzi vom Kanal Tintenkrähe und die liebe Johanna vom Kanal Leserausch, die leider keine Videos mehr macht. Aber diese Gruppe hat sich halt eben zusammengetan, um noch mehr Fantasy-Content hier auf BookTube zu machen. Und ja, die Gruppe besteht immer noch. Wir haben auch im kommenden Jahr vor, noch zwei Projekte zu machen. Wir sind halt auch schon gerade so ein bisschen in der Planung. Ich freue mich schon sehr darüber. Und wir haben auch ein neues Mitglied, wo ich mich drüber freue, dass wir wieder eine Handvoll sind. Und das finde ich eine sehr schöne Größe. Ja, wir haben schon einige tolle Ideen. Und wir haben im letzten Jahr eben ein Format genutzt. Und zwar ist das Zeig mir ein Buch das. Und da werden halt immer Aufgaben oder Fragen gestellt von den Zuschauern oder man stellt sich die Aufgaben gegenseitig. Zeig mir ein Buch, das rot ist. Zeig mir ein Buch, das dir Angst gemacht hat. Und dieses Format haben wir einfach genutzt und haben eine Fantasy Edition draus gemacht und haben uns halt einfach immer gegenseitig Aufgaben gestellt, die dann der jeweils andere dann umsetzen musste. Ja, auch dieses Fantasy-Projekt, da haben wir eine Playlist erstellt, findet ihr auch unten in der Infobox. Oh je, das wird ganz schön viel Arbeit, diese ganzen Videos zu verlinken, aber ich hoffe, der eine oder andere hat vielleicht Lust dazu oder hat das schon gesehen. Auch da bin ich natürlich gespannt, was euch auf diesem Kanal hier besonders gut gefallen hat oder insgesamt bei BookTube, wenn ihr da eure Highlights irgendwie ausdrücken wollt, was mal besonders war, was Neues war oder was euch besonders viel Spaß gemacht hat. Ja, ein Video, was ich selbst organisiert habe, aber wo halt viele andere Kanäle auch mit dabei waren, war das Kanalempfehlungsvideo zu den Fantastik-Kanälen. Da habe ich halt einfach mal ein paar Kanäle euch vorgestellt, die vielleicht noch ein bisschen unbekannterer sind, aber halt sich hauptsächlich mit der Fantastik beschäftigen, also Fantasy, aber auch Horror und Grusel. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet, die verschiedenen tollen Kanäle vorzustellen. Und ja, auch daraus haben sich weitere Projekte entwickelt oder haben sich die Kanäle untereinander kennengelernt und ja, weitere Projekte zusammen gemacht. Und das freut mich natürlich sehr. Schaut auf jeden Fall vorbei, da sind wirklich ganz, ganz tolle Kanäle dabei. Dann habe ich das Thementauschpaket mit Jenny gemacht. Da haben wir uns ja gegenseitig ein Budget überlegt und haben uns dann gegenseitig ja, Päckchen geschnürt, zusammengestellt. Natürlich waren da Bücher drin, aber auch Sachen, die wir einfach gerne mögen und eben zu dem Thema gepasst haben. Und das macht es eben, dass es nicht einfach nur ein Tauschpaket gewesen ist, sondern dass wir uns Themen überlegt haben. Ich habe Jenny zum Thema, war das Sommer, so also ein bisschen Sommer, gute Laune. Ich weiß nicht mehr genau, wie das
Thema hieß, aber sie hat sich halt mehrere Themen ausgesucht und ich durfte mir von diesen Themen eben eins aussuchen und genauso habe ich es gemacht und sie hat sich bei mir für Unterwasserwelt entschieden und da habe ich so eine Freude dran gehabt, sowohl für sie etwas Passendes rauszusuchen. Das bringt mir immer so viel Spaß, also wirklich vom Geschenkpapier bis zu den einzelnen Kleinigkeiten, die drin sind, dass es irgendwie zueinander passt. Und das möchte ich gerne nochmal machen. Ob mit Jenny oder mit jemand anderen, werde ich mal schauen, weil ich habe nämlich noch andere tolle Themen in meiner Pipeline, die ich gerne, ja, ich glaube, dazu könnte man auch sehr gut ein Thementauschpaket machen. Und ja, da findet sich bestimmt noch jemand, mit dem man das gut machen kann. Und es bringt einfach ganz große Freude, sich gegenseitig zu beschenken, auch außerhalb von Weihnachten und Geburtstag. Ein großes Highlight von mir war in diesem Jahr auch der Spooktober. Den habe ich ja letztes Jahr schon gemacht und da haben sich ja viele auch von euch drauf gefreut und hatten wieder hoffentlich viel Freude dabei. Auch da habe ich so vier, fünf Videos hochgeladen im Oktober, die eben zum Thema Spukgeschichten, zum Thema Grusel, zum Thema Horror waren. Ich habe noch einige Ideen auf meinem, ja, auf meiner Liste, die ich für nächst, nein, für dieses Jahr nutzen kann. Also auch dieses Jahr wird es wieder ein Spuktober geben. Das möchte ich weiterführen, weil mir das einfach total viel Spaß macht. Also solange mir noch Ideen einfallen, werde ich das weiterführen. Einfach, ja, im Oktober ist dann nun mal Halloween, auch wenn ich trotzdem in den anderen Monaten auch Horror gerne lese, aber da ist es einfach noch viel freudiger, springt es einfach noch mehr Spaß, ja, so ein bisschen jahreszeitenbezogen zu lesen. Manchmal ist es richtig toll, sich da in diese Atmosphäre, in diese Stimmung so richtig reinfallen zu lassen, auf allen Ebenen, ob das nun kulinarisch ist oder musikalisch oder atmosphärisch und eben von den Geschichten her. Ja, und da hatte ich euch eben, was habe ich da für Videos hochgeladen? Da habe ich, glaube ich, auch ein Zeig mir ein Buch, das Halloween Edition gemacht. Da durftet ihr die Fragen stellen. Das fand ich auch toll, dass ich mit euch nochmal so ein bisschen mehr interagieren konnte und ihr euch einbringen konntet in das Video. Aber auch ein Video zu große Gefühle und Grusel. Geht das, passt das zusammen? Weil ja Horror und Grusel ja oft so ein bisschen als Trash abgetan wird. Und da habe ich ein Video gemacht und Buchtipps gezeigt, aber auch, und auf dieses Video habe ich mich schon lange gefreut, weil das schon lange auf meiner Ideenliste stand, habe ich euch Haunted House Geschichten, also Spukhausgeschichten vorgestellt. Und da kam einiges zusammen aus meinem Regal, weil ich das einfach sehr gerne lese. Ja, das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, ihr freut euch auch dieses Jahr wieder auf Halloween und auf den Oktober bzw. Spuktober. Und da geht das literarisch, ja, da findet sich sicherlich noch einiges dazu. Ja, das war auch ganz, ganz toll. Auch da haben wir ja so eine Halloween-Reihe gemacht, wo ganz viele verschiedene Kanäle ja, Videos hochgeladen haben und wir haben auch ein Halloween-Tauschpaket gemacht. Ja, Tauschpakete, Wichtelpakete gehen irgendwie immer. Außerdem die Bücher Schnitzeljagd mit der lieben Anja und der lieben Maike von den Book Friends Forever und auch dem anschließenden Book Talk Forever, wo ich zu Gast sein durfte. Das war dann nicht auf meinem Kanal, aber dann eben auch auf Anja und Maikes Kanal, wo ich denn teilnehmen durfte. Beides im Zusammenhang fand ich großartig. Ja, mag die beiden einfach sehr, sehr gerne. Und obwohl wir einen unterschiedlichen Lesegeschmack teilweise doch haben, aber war das wirklich sehr interessant. Bei der Bücherschnitzeljagd stellt man sich gegenseitig Aufgaben zum Büchershoppen. Und ja, da waren wir sehr kreativ, finde ich. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, shoppen zu gehen, aber auch den anderen beiden zuzusehen beim Shoppen, wie sie meine Aufgaben bewältigen mussten. Und ja, dann haben wir im Anschluss ein paar Tage später eben über diese Schnitzeljagd gesprochen in einem Live-Hangout, aber auch über ganz viele andere buchige Themen. Und auch diesen könnt ihr weiterhin nochmal nachschauen, wenn ihr den verpasst habt. Aber dann, glaube ich, 3 Stunden am Stück. Also der ging ganz schön lange. Und ja, ich war sehr freudig und ja, habe mich geehrt gefühlt, dass ich zu Gast sein durfte bei den Book Friends. Die machen ja öfter so einen Book Talk, wo sie dann immer mal verschiedene Gäste einladen. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten und bin gespannt, wer da denn zu Gast sein wird.
Ja, dann habe ich noch zwei Projekte, die ich selbst aber alleine gemacht habe. Und zwar waren das einmal die Reihen, die habe ich ja schon erwähnt, dass ich einfach mir angeschaut habe, was sind eigentlich noch alles meine offenen Reihen, die ich noch nicht beendet habe. Und ich habe es eben in drei Reihen, in drei Videos aufgeteilt. Die Reihen, ja, die ich eigentlich schon längst beendet haben könnte, weil sie schon längst alle erschienen sind, aber auch die Reihen, wo die Fortsetzung schon lange auf sich warten lässt und man gar nicht weiß, ob die Reihe überhaupt noch beendet wird, siehe Game of Thrones oder Walter Mörs, oder aber Reihen, die halt immer noch offen sind, die noch laufen, also wo ständig noch neue Bände erscheinen. Genau, und die habe ich euch eben vorgestellt und daraus hat sich eben auch entwickelt, dieses Ziel noch weiterhin die Reihen im Blick zu behalten. Und die dann auch abzuarbeiten. Das klingt jetzt so negativ, aber halt die einfach im Blick zu behalten. Dadurch, dass ich mich damit einfach mehr beschäftigt habe und ich dann doch so ein bisschen überrascht war, wie viele Reihen das wirklich sind, die hier noch auf mich warten. Ja, das hatte auf jeden Fall eine Wirkung auf mich und habe ich ja auch schon im Ansatz begonnen, damit die abzuarbeiten. Und ganz zum Schluss möchte ich noch auf die Leserunden zu sprechen kommen. Das sind natürlich keine Videos, die ich darüber gedreht habe, aber natürlich ist das auch, was man immer wieder jetzt gar nicht mehr missen möchte, weil es jetzt auch zum Lesealltag dazugehört, aber ich natürlich auch immer wieder in den Videos erwähne, dass ich gewisse Bücher nicht alleine gelesen habe, sondern in Leserunden, entweder nur mit einer Person oder in einer Gruppe. Natürlich möchte ich auch hier meinen Buchclub All You Can Read erwähnen. Wir lesen ja relativ regelmäßig, ungefähr einmal im Monat, ein Buch zusammen. Ich habe aber letztes Jahr schon gesagt, Anfang des letzten Jahres, dass ich da nicht mehr regelmäßig mitmachen möchte, beziehungsweise wirklich nur mitlesen möchte, wenn ich richtig Lust habe auf das Buch, weil mir das doch ein bisschen zu viel geworden ist mit den Leserunden. Und ja, das war die richtige Entscheidung, weil ich möchte beides immer noch genießen können. Ich möchte genießen können, mit anderen zusammenzulesen. Aber wenn es zu viel wird oder gleichzeitig man mehrere Bücher mit anderen liest, das möchte ich nicht mehr, weil da gerät man dann schon so ein bisschen unter Stress, weil man sich ja so Leseabschnitte einteilt und dann, oh Gott, ich muss das ja heute noch lesen. Und dann wird das mehr zur Pflicht als zum Hobby. Und deswegen lieber habe ich dann auch angefangen, ein kleines Heftchen zu führen, wo ich dann immer einplane, wann ich mit wem lesen möchte. Und das möchte ich auch weiterhin zu machen. Ich möchte aber die Leserunden weiter noch reduzieren. Also ich habe jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr, 16 Leserunden gelesen, beziehungsweise es ist schon eine gute Anzahl, aber es muss nicht mehr werden. Also ich hatte mir letztes Jahr, also 2021, vorgenommen, nicht mehr als zwei im Monat, aber das finde ich auch schon sehr viel. Also jetzt habe ich mir pro Monat immer ungefähr eine Leserunde vorgenommen, mehr nicht. Wenn es denn mal spontan mehr wird, dann ist es okay. Aber einplanen möchte ich jetzt immer pro Monat nur eine Leserunde, weil es einfach auch schön ist, für sich alleine zu lesen und nicht nur immer zu planen, wann man was liest, sondern ich liebe einfach diesen Moment, ein Buch ausgelesen zu haben und jetzt die Möglichkeit zu haben, sich vor seinen Sub, vor seinen ungelesenen Büchern zu stellen, zu sitzen und zu schauen, worauf habe ich denn jetzt am meisten Lust, was wartet da auf mich gerade, was schlummert da, was ich jetzt endlich lesen kann. Und das möchte ich mir einfach nicht nehmen, dieses tolle Ritual. Und ja, deswegen muss man da ganz gut die Waage finden, damit beides möglich ist. Aber ich möchte es halt auch nicht missen, mit anderen zusammenzulesen, weil das einfach ein toller Austausch ist. Und die Bücher nochmal viel, ja, man bekommt eine ganz andere oder mehrere Perspektiven dazu, besonders wenn man das Buch anders, ganz anders sieht und andere Meinungen hat. Es kann aber noch intensiver wirken, wenn man der gleichen Meinung ist. Also ja, besonders auch wenn irgendwas auffällt, dem anderen, was einem so vielleicht gar nicht aufgefallen wäre. Also es bereichert das Lesen auf jeden Fall und ich möchte es nicht missen, aber halt lieber in einer kleiner dosierten Portion. Aber durch diese Leserunden habe ich eben auch meinen Buchclub All You Can Read gefunden und den möchte ich nicht mehr hergeben, weil die Mädels einfach zu Freundinnen geworden sind. Und ich freue mich sehr auf die Leipziger Buchmesse und drücke alle Daumen, die ich habe. Leider habe ich nur zwei, dass die Buchmesse stattfindet, weil wir uns da schon eine, ja, eine Wohnung
gemietet haben und wir dann da so eine Art WG rausmachen würden und ich natürlich auch die ganz anderen tollen Leute der anderen Kanäle und vielleicht auch Zuschauer treffen möchte, andere Lesebegeisterte. Ja, das wäre schön. Genau, ich hoffe, dass auch das nächste Lesejahr toll wird, ganz viele Lesehighlights ich entdecken werde, ich hoffentlich auch den Sub ein bisschen verringern kann, aber natürlich freue ich mich auch auf die Neuerscheinungen, welche Bücher neu rauskommen und dazu wird es auf jeden Fall auch noch ein weiteres Video geben, auf welche Neuerscheinungen ich mich im Jahr 2022 am meisten freue und natürlich werden hier auch wieder ganz tolle neue Bücher einziehen, das möchte ich mir gar nicht verbieten. Aber es soll eben ein bisschen bewusster geschehen. Ja, das war mein Rückblick. Wow, da habe ich ganz schön viel gequasselt. Ich danke euch, wenn ihr bis hierher zugehört habt und zugesehen habt, wie auch immer. Und freue mich, wenn ihr mir in den Kommentaren berichtet, wie denn euer Lesejahr so war und euer BookTube-Jahr vielleicht auch, auch wenn ihr nur in Anführungszeichen Zuschauer seid, was euch eben mit am meisten begeistert hat an Videoformaten, ob auf meinem Kanal oder insgesamt bei BookTube, finde ich ganz spannend, wie wie die Empfindungen so sind. Ich bin auf jeden Fall glücklich mit dem BookTube und Lesejahr und freue mich auf das kommende. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.